Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ab dem kommenden Jahr wird es für ab 1952 Geborene erstens die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit nicht mehr geben, zweitens die Altersrente wegen Altersteilzeit nicht mehr geben und drittens wird es auch die abschlagsfreie Altersrente für Frauen ab 65 nicht mehr geben. All diese flexiblen Übergänge wurden von Union, SPD und Grünen im Jahr 1999 abgeschafft. Sie alle haben damit den flexiblen Übergang aus dem Erwerbsleben für viele verbaut. Und schlimmer noch, Sie haben die gute Berufsunfähigkeitsrente abgeschafft und durch eine schlechtere Erwerbsminderungsrente mit Abschlägen ersetzt. Und Sie alle, außer der Linken natürlich, haben das Rentenniveau Anfang des Jahrtausends in den Sinkflug geschickt. Und seit gestern wissen wir, das Rentenniveau wird bis zum Jahr 2035 sogar von einstmals 53% auf unter 43% absinken. Ich sage Ihnen, viele Menschen mit durchschnittlichen Einkommen werden künftig keine auskömmliche Rente mehr erreichen und damit immer noch nicht genug. Viele Menschen werden trotz hoher Belastungen und gesundheitlicher Probleme, dank Franz Müntefering, dank SPD und CDU, erst ab 67 in Rente gehen dürfen. Das alles, meine Damen und Herren, ist doch ein sozialpolitischer Dauerskandal. Und daran, liebe Koalition, wird Ihre Flexi-Rente nur eines ändern. Für die Älteren soll es leichter werden, all diese Rentenkürzungen der vergangenen Jahre durch dazu verdienen bis ins hohe Alter etwas abzumildern. Zu Deutsch, noch mehr und noch länger arbeiten. Diese zynische Politik lehnt die Linksfraktion ab. Ich frage Sie, was ist mit dem Bauarbeiter, der im Durchschnitt mit knapp 58 Jahren, liebe Katja Mast, seinen Beruf aufgeben muss? Was ist denn mit der Krankenschwester, die durchschnittlich im Alter von 61 Jahren nicht mehr kann? Die beiden gucken in die Röhre. Ihnen droht auf den letzten Metern Ihres Arbeitslebens Arbeitslosigkeit, Hartz IV und dann ab 63 die Zwangsverrentung. Die wollen Sie nämlich nur einschränken. Und da sage ich, das reicht nicht. Die Zwangsverrentung Hartz IV-Betroffener gehört abgeschafft, voll und ganz. Meine Damen und Herren, das Heer der älteren Arbeitslosen von 60 bis 64 Jahren ist von 2010 bis 2015 von 137.000 auf 228.000 angestiegen. Das sind sage und schreibe 66%, und die Hälfte davon ist langzeitarbeitslos. Warum habe ich diese Zahlen rausgesucht? Weil die IGBAU in ihrer Stellungnahme zum Flexi-Rentengesetzentwurf schreibt, Zitat, eine Ursache für die eingeschränkte Realitätstauglichkeit der Reformvorschläge des Gesetzentwurfs ist, dass die zugrunde liegende Problemanalyse wenig differenziert ist. Langzeitarbeitslosigkeit und SGB-II-Bedürftigkeit kurz vor der Altersrente als Folge gesundheitlicher Einschränkungen werden nicht ausreichend in den Blick genommen. Zitat Ende. Eingeschränkte Realitätstauglichkeit. Ja, was ist das denn in Schulnoten? 3-, 4-, 5+, suchen Sie sich was aus. Aber hören Sie bitte auf, so zu tun, als hätten Sie für Ihren Gesetzentwurf eine glatte 1 verdient. Nein, sehr viele Menschen werden von Ihrem Gesetz nicht erreicht werden. Liebe SPD, ich zitiere mal die Arbeiterwohlfahrt. Teilrenten stehen damit als Instrument nur denjenigen Versicherten zur Verfügung, die sich eine um lebenslange Abschläge geminderte Rente leisten können. Zitat Ende. Man muss sich die Teilrente und vor allem die lebenslangen Abschläge also erst mal leisten können. Wer beispielsweise 1.000 Euro Rente oder weniger zu erwarten hat, kann sich aber die Abschläge gar nicht leisten. Das ist das Problem. Und darum sagen wir Linken, die Teilrente ist mit größter Vorsicht zu genießen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, halten Sie die Abschläge eigentlich für gerechtfertigt, wenn jemand gesundheitlich eingeschränkt ist oder wenn eine ältere Schleckerverkäuferin trotz intensiver langer Suche keinen Job gefunden hat oder wenn ein Bochumer Opel-Arbeiter nach einem langen Berufsleben unfreiwillig in Rente gehen muss? Ich sage nein. Wer seinen Job verliert, soll nicht auch noch mit Abschlägen bestraft werden.
Können die beiden nach Erreichen ihrer Regelaltersrente überhaupt weiterarbeiten, um die Abschläge auszugleichen? Ich bezweifle das. Wird eine Krankenschwester oder ein Bauarbeiter überhaupt einen Teilzeitarbeitsplatz erhalten, um die Abschläge mit der Teilrente abmildern zu können? Die Antwort der Industriegewerkschaft BAU: Viele Ältere haben gar keine Chance auf einen auskömmlichen und dauerhaften Teilzeitarbeitsplatz, denn in Betrieben mit weniger als 15 Beschäftigten besteht auch kein Rechtsanspruch oder er wird regelmäßig mit dem Verweis auf betriebliche Gründe auszuhebeln. Nein, liebe Katja Mast, die Lebenswirklichkeit wird die hochkomplizierte Teilrente ins Leere laufen lassen, bevor sich überhaupt ein einziger Mensch dieses sehr komplexe Modell erklärt haben lassen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, haben Sie gelesen, was die Deutsche Rentenversicherung schreibt? Die Teilrente sei schwer vermittelbar und sie kann zu sozialpolitisch höchst fragwürdigen Ergebnissen führen. Sie wird dazu führen, dass ständig Rentenzahlungen zurückgefordert werden müssen. Und dem abschließenden Urteil der IGBAU kann ich mich deshalb nur anschließen. Zitat: Die vom Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen schaffen für viele besonders belastete Beschäftigtengruppen keine realitätstauglichen Möglichkeiten für flexible Altersübergänge. Nicht realitätstauglich, schwer vermittelbar, sozialpolitisch höchst fragwürdig. So kritisch äußern sich Gewerkschaften, Sozialverbänden und die Rentenversicherung zur Teilrente. Ich finde Grund genug, die Teilrente auf Eis zu legen. Lieber Martin Rosemann, die Arbeiterwohlfahrt, der Deutsche Gewerkschaftsbund und die katholische Caritas lehnen auch die befristete Abschaffung des Arbeitgeberbeitrags zur Arbeitslosenversicherung für arbeitende RentnerInnen ab. Die Caritas kritisiert: Damit werden Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, denn sie werden zukünftig gegen billigere Ältere ausgespielt, die weiterarbeiten können und wollen. AWO, DGB und Caritas, Sie haben recht. Darum sollte man den Arbeitgeberbeitrag beibehalten. So, meine Damen und Herren, nach so viel Kritik nun ein dreifaches Lob. Erstens, wer vorzeitig in Rente geht und weiter arbeitet, wird künftig auch weiter Rentenbeiträge zahlen müssen. Damit steigt dann auch die Rente. Gut so. Zweitens, und wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeiten möchte, darf freiwillig weiter Rentenbeiträge zahlen. Auch das erhöht die Rente. Gut so. Und drittens sollen die Beschäftigten künftig ab 50 die Möglichkeit haben, zusätzlich und freiwillig in die Rentenkasse einzuzahlen. Auch da sage ich, gut so. Ich empfehle, ja, darf man auch mal klatschen. Ich empfehle allen Versicherten, statt kapitalgedeckter privater Vorsorge freiwillige Zusatzbeiträge auf ihr persönliches Rentenkonto einzuzahlen. Bei der gesetzlichen Rentenversicherung ist ihr Geld sicher. Wer von Riester die Nase voll hat oder so klug war, keine Riester-Rente abzuschließen, hat hier eine seriöse Alternative. So weit, so gut. Aber, liebe Koalition, warum begrenzen Sie die Zusatzbeiträge auf den Ausgleich der Abschläge und warum auf das 50. Lebensjahr? Herr Kollege, aber kommen Sie bitte zum Schluss. Frau Präsidentin, das wird sofort erledigt. Wir hätten hier perfekte und sichere Alternativen zur Riester-Rente, wenn man ab dem ersten Arbeitstag zusätzlich auf sein persönliches Konto bei der Rentenversicherung einzahlen könnte. Ich komme zum Schluss. Dieser Gesetzentwurf ist ein typischer Nahles. Er hat etwas Licht und viel Schatten. Der Gesetzentwurf ist viel zu kompliziert. Reden Sie mal mit der Rentenversicherung und den Rentenberaterinnen. Ich sage Ihnen, wir brauchen drei Punkte und damit ende ich. Die Abschläge bei den Erwerbsminderungsrenten müssen gestrichen werden, denn niemand wird freiwillig krank. Nach 40 Beitragsjahren sollen die Menschen ab 60 in Rente gehen können, ohne Abschläge. Und wir Linken fordern die komplette Abschaffung der Zwangsverrentung bei Hartz-IV-Beziehenden, ohne Wenn und Aber. Dankeschön. So, vielen Dank. Als nächstes hat jetzt der Kollege Karl Schieber.